Und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror. Ja, in der letzten Folge hat das Dienstmädchen uns gesagt, sie möchte uns nach dem Abendessen nochmal sprechen. Und da wir irgendwie noch nicht so wirklich Abend haben, so wie es aussieht, können wir sie jetzt auch noch nicht sprechen, beziehungsweise noch nicht essen. Wir müssen noch herausfinden, wer dieser komische Junge war. Ja gut, und den Rest haben wir jetzt gerade schon gesagt. Das Problem ist nur, ich habe jetzt absolut keine Ahnung, wo wir hin müssen. Oh, Moment, da war jetzt direkt eine Tür. Ich wollte eigentlich nur noch mal gucken, aber ist okay. Wieso ist das hier jetzt eigentlich so dunkel? Was sind das denn hier für Räume? Ach, jetzt sind wir wieder hier. Moment, da ist was Neues, oder? Ein Zeichen des Fortschritts, selbst in einem derart altertümlichen Haus. Okay, anscheinend können wir es aber nicht verwenden. Wir gehen jetzt mal einfach nach oben, weil unten sind wir jetzt, glaube ich, im Kreis gelaufen. Was war denn das jetzt hier, dieses Weiße? Ich weiß, das sind immer Grafikfehler, aber das haben wir geknackt. Das war das Arbeitszimmer. Da hinten ist unser Zimmer, wenn ich mich nicht irre. Da werden wir jetzt wahrscheinlich keine Hinweise erfahren, gehe ich mal stark von aus. So, was haben wir hier jetzt? Das ist ein neuer Raum, oder? Ach so, nee. Ja, das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, das war oberhalb von dieser Bibliothek, beziehungsweise wo der Schreibtisch von einem Rechtsanwalt war, ne? Kann man hier irgendwie runtergehen? Hier ist die Treppe, genau. Ach ja, hier war. Oh Gott, der hängt aber überall fest. Genau, hier haben wir das Rätsel gelöst. Aber wenn hier die Bibliothek ist, nee, dann gehen wir hier mal wieder zurück. Weil ich meine, unten haben wir alles gemacht. Also es ist immer so ein bisschen blöd, wenn man jetzt gar nicht so genau weiß, wo wir eigentlich hingehen müssen. Beziehungsweise was wir halt eben finden oder suchen sollen. Moment, da links kamen wir ja nicht rein. Was war denn hier rechts nochmal? Jetzt kommen wir da auch nicht mehr rein? Oder wie? Hä? Okay. Die Grafikfehler sind aber auch schon. Ist das jetzt ein loses Brett? Soll ich das aufheben oder warum wird mir das jetzt so angezeigt? Ja, also da kommen wir jetzt anscheinend gar nicht rein. Da würde ich sagen, gucken wir da hinten mal. Hier kommen wir auch nicht rein, ne? Hier war doch noch eine Tür. Da können wir jetzt aber auch wieder nicht rein. Oh, können wir jetzt alle Türen hier nicht mehr öffnen oder wie? Oder ist das, damit wir mehr oder weniger schneller zum Ziel finden? Da hinten kamen wir da, glaube ich, noch mal hoch, ne? Da war doch, na, da wohnt aber, glaube ich, irgendeine Frau drin oder so. Kann das sein? Schade. Dachböden sprechen oft Bände über die Besitzer eines Hauses. Können wir aber öffnen. Oder auch nicht. Okay, schade. Ja. Dann geh doch einfach mal weiter und bleib nicht überall an jeder kleinen Diele hier hängen. So, da hinten flackert so. Also irgendwie habe ich so die Befürchtung, dass wir da hinten hin müssen. Wo kamen wir denn jetzt aus? Das war jetzt dieser Raum mit der Bibliothek hier, oder? Nee, jetzt sind wir wieder bei der Alten hier, mit die hier am Lesen ist, ne? Haben wir uns hier eigentlich schon mal so richtig. Ah ja, doch. Wir haben uns schon mal umgeguckt. Da hinten kamen wir nicht raus. Es war irgendwie verschlossen. Können wir immer noch was untersuchen, aber das ist wahrscheinlich nur. Ja, das ist nur Fake, weil wir da mal was untersuchen konnten. Hallo? Hallo? Nein, ich will nichts untersuchen, ich will mich bewegen. Vielleicht, wenn ich Sie irgendetwas fragen muss. Ja,
Kann man da irgendwie die... das Foto untersuchen oder so? Das auch nicht. Wie alt der Gordon-Clan wohl ist. Soweit ich weiß, könnte er bis zur Zeit der Römer oder noch weiter zurückgehen. Okay, gehen wir mal... Oh. Ich wollte zwar dadurch raus, aber ja, so war es jetzt nicht geplant. Hier können wir uns aber auch nichts angucken, ne? Das haben wir ja gestern schon... Tja. Waren wir jetzt nicht schon überall? Ich bin mir nicht sicher. Da bin ich links rumgegangen. Gucken wir mal rechts rum. Was ist das denn hier für ein Raum? Ach du Scheiße. So kann ich es leichter mitnehmen. Hä? Ach so. Der Junge. Und nicht schlicht. Er muss es sein. Ich bin mir sicher. Aber ich brauche Beweise. Vielleicht stehen die Namen auf der Rückseite. Ja, dann guck mal nach. Oh. Aber nicht so schnell. Hallo. Was ist das? Es sieht aus, als wäre es mit Blut gemalt. Okay. Was war das? Hallo? Egal, was ich Miss Crennan gesagt habe, so etwas wie diese Visionen habe ich noch nie zuvor erlebt. Und sie werden immer schlimmer. Ja, gehen wir nochmal dahin? Aber tut sich jetzt nichts mehr, ne? Habe ich mir schon fast gedacht. Kann man hier noch irgendwas machen? Ja, ne? Zumindest sieht das jetzt nicht so aus, als ob man hier noch... Nee. Moment, was war da? Eine beeindruckende Sammlung. Großmutter ist offensichtlich eine Musikliebhaberin. Das werde ich morgen definitiv anwerfen. Ja, du solltest eigentlich den Stuhl untersuchen, aber ich glaube, das war gar nicht der Stuhl, der untersucht werden konnte. Ja. Und nun? Finden Sie das Grab auf dem Bild? Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, aber wie komme ich raus? Das ist die Frage. Moment, wer war alles genau auf dem Foto? Lady Margaret. Sie sieht glücklich aus. Schwer, sie sich heute so lächelnd vorzustellen. Lady Margaret, ist das nicht die Alte vor dem Feuer mit dem Blut? Meine Familie. Und doch sind sie mir fremd. Großvater Edward. Genau wie er gestern Abend aussah. Okay, also wenn die das war, ich bin mir jetzt nicht ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher, dann, und ich hoffe, dass ich jetzt in die richtige Richtung gehe, dann gehen wir jetzt nochmal zu ihr zurück. In der Hoffnung, dass ich überhaupt noch weiß, wo ich gerade bin. Ah, wir sind direkt bei ihr, okay. Er hat ja auch gesagt, er kommt erst wieder, wenn er nochmal mit ihr sprechen muss. Das sieht gut aus. Lady Margaret? Ja, David. Perfekt. Ich habe im anderen Zimmer ein altes Foto von einem Jungen gesehen. Etwas sagt mir, dass sie nicht begeistert wäre, dass ich es in meiner Tasche herumtrage. Ja, das wurde ich auch 1894 gerade. Aufgenommen. Der kleine Johnny, dein Vater. Sie können sich an das genaue Jahr erinnern? Es ist so eine Sache, wenn man in mein Alter kommt. Man kann sich an Dinge erinnern, die Jahrzehnte zurückliegen.
aber nicht daran, was es zum Frühstück gab. Das mag für andere gelten. Also ich kann mich auch nicht unbedingt dran erinnern, was es zum Frühstück gab. Ich meine, bei mir schon, weil es jeden Morgen mehr oder weniger das Gleiche gibt, aber... Wer, wenn ich fragen darf, sind die anderen auf dem Bild? Das sind deine Tante Clara und deine selige Urgroßmutter. Die letzte wahre Gräfin von Skahandu House. Und mein lieber Edward natürlich. Ich habe gesehen, dass Vater eine Narbe im Gesicht hatte. Wie ist das passiert? Vielleicht fiel er aus einem Baum. Ich erinnere mich nicht. Aber dein Vater war ein ungeschicktes Kind. Du erinnerst dich nicht. Aber an das Datum, an dem das Foto gemacht wurde, schon. Ich darf mich zurückziehen, Lady Margaret. Du darfst. Ja, das hat er gerade schon gesagt. Okay, hier kam ich aber wahrscheinlich immer noch nicht raus, oder? Weil ich soll ja irgendwie zur Kapelle. Naja. Das kann ich auch nicht mehr rappeln. Komisch. Boah, wo kam ich jetzt nochmal hin, wenn ich hier rumgehe? Das ist so ein Irrenhaus. Ja. So verwirrend hier durchzulaufen. Ehrlich gesagt weiß ich gerade gar nicht, wohin ich jetzt überhaupt gehen will, aber ich gehe trotzdem mal einfach mehr. Wo komme ich denn hier eigentlich nochmal aus? War das nicht die Küche? Obwohl die Küche, Moment, als wir die eben hier angesprochen haben, hat sie nicht gesagt, sie hat hier schon gearbeitet, was ich nicht verstehen kann, weil so alt war sie ja gar nicht. Sie hat hier schon gearbeitet mit dem Vater zusammen. Kann man das Dienstmädchen nicht theoretisch auch befragen? Aber wir gucken erstmal. Endlich ein wenig frische Luft. So, da hinten arbeitet einer. Master David. Sie haben erkannt, dass ich es bin? Am Geräusch der Schritte. Ich kenne den Gang von jedem hier. Oh, wirklich unglaublich. Ja, das ist es wohl, Jungchen, das ist es wohl. Ich höre besser als die meisten. Sehe mehr als die meisten. Okay, vielleicht kann ich ja auch mit ihm darüber sprechen. Vater hatte auch so einen Werkzeugkasten. Damals, als er noch Dinge im Haus repariert hat. Als Sie darüber sprachen, was meinem Vater angetan wurde, ach, was meinten ist das Sie aus da? Der Küche? Er hätte nicht zurückkommen sollen. Man kann nicht durchmachen, was er als Kind erlebt hat, ohne krank zu werden. Dann wurde er also zu Recht eingewiesen. Es steht mir nicht zu, das zu beurteilen. Bevor du überlegst, hier Wurzeln zu schlagen, solltest du bedenken, was das Gift an diesem Ort mit deinem Vater gemacht hat. Verstehst du? Nein, nicht wirklich. Wenn du erlaubst, diese Tür repariert sich nicht von selbst. Ich lasse sie dann mal in Ruhe. Okay, eigentlich habe ich gehofft, dass ich hier die Kapelle finde. Muss schwierig sein, sich um die Pflanzen zu kümmern, wenn man sie kaum sehen kann. Ja, da sitzt aber keiner im Wagen, oder? Weil hier ist Licht an. Okay. Ich nehme mal an, hier ist nur das Haus. Oh, was ist das? Nimmst du das jetzt? Fototeile. Wir finden immer mehr Fototeile. Hier sind wir doch rausgekommen, ne? Da können wir theoretisch runter. Keine Ahnung, was wir da finden. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal von links nach rechts alles ab. Und schauen hier mal. Aber das ist definitiv nicht der Ort, wo die Kapelle ist. Wäre vielleicht einfacher, wenn man irgendwo einen kleinen Wegweiser oder so hätte. Oh, Moment, wo bin ich jetzt?
dann komme ich von da oben. Was ist das denn? Ich gehe nach unten die Treppen runter und gehe nach links und komme hier oben wieder aus. Das erinnert mich irgendwie an Monkey Island. Ich weiß auch nicht. Okay, wir versuchen es hier oben jetzt nochmal. Da müssten wir theoretisch da hinten zu diesem Haus kommen. Aber das ist doch nicht die Kapelle, oder? Also, da war was mit einem Baum und so. Das sah ganz anders aus in der Vision. Obwohl doch. Das müsste hier dann irgendwo gewesen sein. Ja, komm. Geh ein bisschen weiter. Moment, was ist da? Hä? Ach so, ich habe auf Q gedrückt. Offenbar ist niemand übrig, der um die Toten trauert oder ihre Gräber versorgt. Ich dachte gerade schon, was kommt da jetzt auf einmal? So. Was habe ich schon mal gesehen? Auf dem Gemälde. Das ist das Grab, das ich in dem Wachtraum, wenn man es so nennen kann, gesehen habe. Das Grab, in dem mein Vater als Junge etwas vergraben hat. Wer liegt hier begraben? Wenn ich nur... diese Ranken sind zu dicht. Ich brauche etwas, um sie abzuschneiden. Ach so, hat der Typ nichts? Der hat doch Werkzeug dabei. Da ist nichts. Dann würde ich sagen, wir schauen gleich mal, ob wir Werkzeug von dem Typen kriegen. Ich guck mal eben. Mit einem Vorhängeschloss verschlossen. Andrew wird den Schlüssel haben. Aber ich will nicht bis zu seiner Rückkehr warten. Kann ich das nicht einfach aufbrechen? Also so mit dem Draht. Ja gut, mit dem Draht wahrscheinlich jetzt eher nicht, aber... Ne, ich meine... Okay... Dieses Lenken. Könnte ich das Rollies vielleicht nehmen? Werkzeuge. Hammer, Handsäge, Bolzenschneider. Alles etwas rostig, aber in gutem Zustand. Rorys Werkzeuge. Ja, Hammer, soweit waren wir schon. Soll ich erst mit dem sprechen oder? Hallo? Sie haben nicht zufällig einen Schlüssel für die Kapelle, oder? Hab seit Jahren keinen Fuß da reingesetzt und hab auch nicht vor, das zu tun. Das heißt dann wohl nein. Ja. Der Friedhof. Ist das ein Familiengrab? Ei. Egal wie mächtig. Am Ende landen alle Gordons dort. Aufmunternder Gedanke. Eine Schande, dass uns die Mittel fehlen, uns ordentlich um die Gräber zu kümmern. Wozu der Aufwand? Sind doch bloß Knochen und Nahrung für die Würmer. Ja, muss aber ganz ehrlich sagen, ich denke da genauso. Dürfte ich mir Ihren Bolzenschneider leihen? Vielleicht, wenn ich weiß, wozu du ihn brauchst. Gräber freilegen, genau. Die Gräber. Ich würde sie gern säubern, um ihnen den gebührenden Respekt zu erweisen. Ist das wahr? Wieso das denn? Es ist meine Familie. Sie verdienen es, nicht vergessen zu werden. Na gut, Jungchen. Nimm ihn ruhig selbst, ja? Ja, ich habe gelernt, dass man bei sowas nicht die Wahrheit sagen sollte in solchen Spielen. Okay, dann haben wir jetzt schon mal Werkzeug. Wir wollen natürlich auch die Tür versuchen, damit aufzubrechen. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Müsste aber eigentlich. Das ist ein Bolzenschneider. Ich meine, da hing ja nur eine Kette dran, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe eben. Ja, weiter. Los. Komm, noch ein bisschen. Achso, das war ja gar nicht hier. Ja, noch ein Stück. Jetzt. Achso. Besser. Cecilia Shaw, geborene Gordon. Tante Cecilia. Wollen wir doch mal sehen, ob hier wirklich etwas vergraben ist. Noch ein Teil des Schlossmodells. Aha. Okay. Blut. Aber wessen?
Das kann ich dir nicht sagen. Okay, können wir in die Kapelle? Das ist jetzt die Frage. War eine ganz feste Kette. Okay. Uiuiui, wie sieht's denn hier aus? Okay. Kann man aber auch scheinbar... Ich würde da ja nicht so drüber laufen, aber... Ah, hier ist was. Das Gebäude ist einsturzgefährdet. Nicht der sicherste Ort zum Beten. Okay. Tja. Eigentlich wollte ich nur kurz reingucken und dann einen Cut machen. Oh, was ist das denn? Vater, ich hoffe, du hast deinen Frieden gefunden. Warst du krank, wie alle sagen, oder Opfer dieses Fluchs der Gordons? Was es auch sein mag. Ich fürchte, du hast es mitunter an mich vererbt. Tja. Können wir hier noch irgendwas... Oh, Moment, kann man da rüber? Ah! Okay. Dies ist die Chronik der Familie Gordon. Niedergeschrieben von Sir Drummond Gordon. Im Jahre unseres Herrn 1413. Örtliche Legenden erzählen, dass dieses besondere Tal seit jeher besiedelt ist. Geheimnisvolle, kunstvoll gemeißelte Steine der Pikten sind ein zeitloser Beweis dafür. Die Einheimischen scheinen stolz auf den Rat zu sein, den sie Besuchern gern mit auf den Weg geben. Reisender, hüte dich. Okay. Die kann man anscheinend nicht lesen. Die Keltenvölker kamen an diesen Ort wie eine mächtige Bestie und brachten die Blutlinien mit sich, aus denen schließlich der Gordon-Clan hervorgehen sollte. Mit ihrer überlegenen Zahl, ihren Kenntnissen und Kriegsmaschinen konnten sie die primitiven Pikten schnell unterwerfen. Mit sich brachten sie auch ihre Religion und ihre Druidenpriester. Die Magie, die diese weisen Männer nutzten, formte dieses Land für immer, sichtbar bis zum heutigen Tag. Es heißt, dass die immerwährende Bürde, die unsere Familie trägt, aus jenen Tagen stammt. Ach, jetzt kann ich die doch lesen, ja toll. Es ist wohl dokumentiert, wie das Römische Reich daran scheiterte, die wilden Schotten zu zähmen, dass sie sogar eine Mauer errichteten, um ihr mächtiges Reich zu schützen. Nur selten wird jedoch die Wahrheit hinter ihrer Niederlage erzählt. Unsere Vorfahren beschworen uralte Mächte, um ihnen zum Sieg zu verhelfen. Mächte, die der schwache menschliche Geist nicht vollends begreifen kann. Diese Hilfe war schrecklich teuer erkauft. Eine bis heute offene Schuld. Ein Preis, den wir zahlen werden, bis der letzte Gordon zu Staub zerfallen ist. Die müssen... in einer gewissen Reihenfolge gelesen werden, oder wie? Über die Jahrhunderte machten wir Gordons uns das Land untertan. Andere verneigten sich vor uns und wir bewahrten die Geheimnisse von Skahandu, die Geheimnisse des Black Mirror. Selbst als Tragödien und Wahnsinn an unseren Grundfesten zehrten, hielten wir stand und führten das Land durch heimtückische Angriffe der Engländer und noch schlimmere Plagen. Im Laufe der Zeit wurden die Gordons eins mit dem Land. Diese Pergamentrolle wurde herausgerissen. Es scheint nur noch eine Art Familienschwur übrig zu sein. In Blut sind wir gebunden. An das Land, das wir schützen. An die Wahrheiten, die wir allein verbergen.
Ich werde mein Leben opfern, um meinen Clan vor Leid zu bewahren. Ich werde meinen Geist opfern, um die Finsternis zu bannen. In Blut sind wir gebunden, bis zum Tage der Abrechnung. Was zum Teufel? Woher kommt diese Kälte? Ich wollte jetzt eigentlich einen kleinen Cut machen. Ich würde sagen, das werden wir auch machen. Und wenn wir hier einen kleinen Cut machen, werden wir dann in der nächsten Folge schauen, wo die Kälte herkommt, von der er jetzt gerade gesprochen hat. Sonst werden die Folgen nämlich eindeutig zu lange. Bis zur nächsten Folge. Ciao!